Nadia Drigalla hat sich erstmals geäußert und zur Wehr gesetzt. Die 23-Jährige war aus London abgereist, als ihre Beziehung zu einem Ex-NPD-Funktionär bekannt geworden war. Verteidigungsminister Thomas de Maizière hat sich nun hinter die Olympiaruderin gestellt. Jetzt haben wir, Gott sei Dank, weil die Sportlerin in einer Weise sich geöffnet hat, bis hin zu der Frage, dass sie überlegt hat, sich von ihrem Freund zu trennen und dargelegt hat, welches Auto ihr Freund gefahren hat bei einer Demonstration. Ich meine, das muss ich mir alles vorstellen. Wir sind hier nicht in einem Ermittlungsverfahren. Deswegen hat mich das sehr beeindruckt. Ich kenne den Hintergrund nicht. Ich kann die Lage nur beurteilen aus der Presse. Und ich war, wie gesagt, durch die Erklärung, die sie abgegeben hat, beeindruckt. Und ich finde, es muss eine Lehre sein, dass sie behutsamer mit dem Privatleben und all diesen Fragen umgehen, als das in diesem Fall möglich war. In der Affäre fordert de Maizière mehr Zurückhaltung. Als ich das gelesen habe, ging mir aber noch etwas anderes durch den Kopf. Und ich will das mal eine Frage formulieren. Wo sind eigentlich Grenzen? Steht es uns als Öffentlichkeit eigentlich wirklich zu, den Freundeskreis von Sportlerinnen und Sportlern zu screenen, zu gucken, was da los ist? Müssen wir von Sportlern und Sportlerinnen verlangen, dass sie offenbaren, mit wem sie befreundet sind, was die denken? Wo ist da die Grenze? Zur Frage, ob Drigalla in die Sportförderung der Bundeswehr aufgenommen werden könne, wollte sich de Maizière nicht äußern. Er verlangt, dass erst einmal Ruhe in die Sache kommt. Im Herbst müsse man dann weiterreden. Nadia Drigalla möchte auf jeden Fall mit dem Rudersport weitermachen.